Hallo und willkommen zurück zu Eastward Folge 29 mittlerweile. Ich habe mich sogar ausnahmsweise mal extra rasiert, weil das ist eine ganz besondere Folge, denn wir spielen jetzt Earthborn. Direkt den Namen des Games verkackt. Earthborn. Stardew? Wir machen ein neues Spiel, denn wir haben ganz viele Sachen bekommen und ich würde das gerne von Anfang an genießen, damit wir hier auch die Story nochmal... Der Junge wird vom Summen der Zikaden geweckt. Nach endlosen Tagen auf hoher See ist es das erste Mal seinem Unten, dass er wieder Land sieht. Wo ist dieser Ort? Aber diese Frage übrigt sich schnell. Der Dorfältester hat es ihm ja schon gesagt. Ein geheimnisvoller Kontinent weit im Osten, der an Meer und Berge angrenzt. Ein Land voller Gefahren und Monster, aber auch voller Schätze. Das geht sehr schnell. Stark genug in die Wohnkönigte bezwingen. Wir müssen zunächst Verbündete gewinnen, statten wir doch den restlichen Burgen einen Besuch ab. Ach ja, unsere Gefährten warten in der Taverne. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Das ist aber nicht so, wie ich mich an den Anfang erinnere. An Massage. Ich würde gerne. Willkommen, vielleicht darf der rein. Ja, gering. GP, 20% mehr GP. Das ist beides voll gut. Aber wir haben nicht so viel Geld. Crit. Ihh, wir haben den Affen hier. Können wir bitte die Gruppe nehmen? Oh, ist ja ätzend, Alter. Bäh. Ausrüstung haben wir keine. Massage. Wie wär's mit einer Massage? Nein, danke. Naja, gut, nehmen wir die Leute mit. Wir haben ja keine wirkliche Wahl. Und dann holen wir uns noch hier den Stärkering. Danke. Und den Gesundheitsring. Wir können auch zwei Dinger tragen. Das ist aber sehr gut. Und wir sind ready to go. Look at us. Wir sind eine komplette... Oh mein Gott, das ist ein richtiges Game. Das ist ein richtiges Game. Okay, wir gehen mal zurück zum Strand, weil hier kommen wir ja ursprünglich her. Ist das überbelichtet gerade gewesen? Das ist wie du, Jago. Ach so, das sind die... Die Tage, die vergehen. Stellt GP nach dem Angriff wieder her, okay. Ja, wir schlagen den Pilz. Der Händler kann Kredite, zwingt einen Gegner einen Kredit aufzunehmen und sammelt jede Menge Zinsen pro Runde an. Trankkauf gibt 10 Gold aus, um einen Heiltrank zu kaufen und zu trinken. Goldpfeifen wirft Gold auf alle Gegner, je mehr Gold, desto höher der Schaden. Mach mal den Kredithai auf den Pilz dort rechts. Und der Affe kann führt einen Überraschungsangriff auf einen Gegner aus. Je geringer die Geschwindigkeit des Gegners, desto stärker der Effekt. Tanzt an der Frontlinie, erzeugt unbekannte Effekte. Trick, sabotiert eine gegnerische Aktion und senkt dann dadurch verursachten Schaden. Jubel, du jubelst einem anderen Gruppen, die zu, um den verursachten Schaden zu erhöhen. Das klingt doch gut, der Ritter. Affe versteht die Anweisungen nicht und greift an. Ich hasse Affen so sehr, ne? Okay, wenigstens hat er jetzt den Typen ermordet. Der Ritter hat den Händler beschützt. Der Ritter kontert, macht 17 Schaden. Der Pilz greift den Ritter an. Der Händler setzt Kredite ein und wir kriegen ein Gold. Das hat sich aber gar nicht gelohnt. Gut, klick die mal einfach durch. Ah, jetzt! Jetzt tanzt der Affe, damit er hier, ne, unserer Party Speed gibt. Ich weiß schon, warum ich Affen hasse. Die sind so gottverdammt nutzlos. 16 Gold, Ritter erreicht Level 2, Händler erreicht Level 2, Affe wird etwas klüger. Das bezweifle ich stark. Aber vielleicht macht er dann mal die Anweisungen, die man ihm gibt. Ich frage mich, ob das in-game jetzt getimed ist hier, dieses Earthborn. Und ob ich hier überhaupt irgendwas finden kann. Und was ich mich halt auch am meisten frage, ne? Das ganze Spiel ist immer wieder, also Eastward ist immer wieder so, oh ja, Earthborn ist das beste Game überhaupt, Alter, das ist das einzige Game, was ich jemals spielen will. Und ja. Cool. Und alles. Aber. Oh, der Ritter ist der übelste Carry. Nice. Hä, ich hätte den anderen Ring kaufen sollen für 50 Gold, der prozentual TP gibt. Aber jetzt schon mehr GP als der Ring uns. Also, ist egal. Was auch immer. Auf jeden Fall, wollte ich sagen. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Genau, ich frage mich halt, ob Earthborn tatsächlich irgendwas storytechnisch dazu beiträgt, zu Eastward. Oder ob das einfach nur... Biene? Ah, Riesenwespe.
oder ob das einfach nur ein Gimmick ist. Aber das werden wir in der Folge rausfinden. Ist mir auch egal, wie lange die Folge jetzt geht. Wir spielen jetzt dieses Spiel so lange, bis ich hier beim Ende bin, den Dämonenkönig besiegt habe oder wir wipen. Ich glaube, wenn wir wipen, ist ja vorbei, ne? Oder andere Sachen. Kann er bei deinem Angriff erlittenen Schaden reduzieren? Okay. Aha. Bitte massieren Sie mich. Ich will erstmal eine Massage. Ganz schön von Spahn. Pass auf dich auf und übernimm dich nicht. Oh. Wähle auf der Karte das Portal, zum du teleportieren willst. Ich habe keine Karte. Ich besitze keine Karte. Hat er jetzt anderes Zeug? Nein, lass mich ruhen. Vielleicht mit... Achso, guck mal, da unten zählen die Tage, glaube ich, mit 2, 3, 4. Es war gerade noch bei 1, 2, 3. Vielleicht sind das wirklich die Tage. Vielleicht wird das Spiel schwerer, umso mehr Tage vergehen. Was eigentlich ganz cool wäre, weil dann müsstest du dich ein bisschen beeilen. Du kannst halt nicht die ganze Zeit nur idlen. Wäre eigentlich ziemlich smart. Je nachdem müsstest du dann auch die Ausrüstung kaufen, weil du willst ja dann zum Beispiel mehr Schaden machen. Das heißt, du willst Angriff und Crit haben. Statt irgendwas anderem. Was dir natürlich gleichzeitig ein bisschen verletzlich macht, weil du so wenig HP hast. Ich wünschte, mein Ritter wäre nicht verwirrt. Das würde bestimmt helfen. Ich wünschte, ich hätte jemand anderen in der Party als diesen gottverdammten Affen. Oh, es ist der Affe auch verwirrt. Ich hätte Cthulhu als erstes angreifen sollen. Ritter ist nicht mehr betäubt. Halt. Dann schlag auf das Kulturauge. Ich habe Kulturauge gelesen. 23 Schaden. Okay, das Ding ist tot. Weiß zwar nicht genau, warum er das angegriffen hat, weil ich habe ja aufs Auge visiert. Aber gut. Runden übrig. Eine. Wie eine. Letzte Runde. Oh mein Gott, dieser gottverdammte Affe. Zeit ist um, die Monster haben sich zurückgezogen. Ja, ich ziehe mich jetzt auch zurück. Ich bin nämlich fast verreckt. Jesus Christ. Okay, das nächste Mal. Das Cola-Auge sofort ermördern. Novizenbogen. Gewöhnlicher Bogen kann von Jägern verwendet werden. Habe ich nicht. Ich habe auch nicht das Gold. Ist ein neuer Tag. Okay. Ausdauer. Interessant. Also wenn ein Tag vergeht, kriegen wir neue Ausrüstung. Die wird vielleicht zufällig ausgewürfelt. Oder ist es jedes Mal bei jedem Playthrough das gleiche? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Okay. Scheint nicht weiter wichtig zu sein. Hast du mittlerweile eine neue Fähigkeit? Nein. Alles schön. Ja, Intelligenz. Ja, danke schön, Affe. Jetzt bist du schlauer. Das hilft uns bestimmt weiter. Ich bin vergiftet. Hab natürlich, glaube ich, nichts gegen Gift. Werd also wahrscheinlich auch nicht außerhalb des Kampfes Gift verlieren. 10 Schaden! Jeez, Luis! Ach, ich hätte mal einen Erholungsangriff machen können, ne? Wie ist es denn mit der Wespe, Alter? Ah, getankt, mein Mann. Konter! Ah, nice. Hä, was ist denn mit den Dinger? Wieso sind die so stark? Ist das, weil jetzt der 4. oder 5. Tag schon ist? Komm, mach mal Erholungsangriff. Jubel! 30 Schaden. 11 Heilung. Oh, ist ganz bad. Ist nicht so bad. Ich wünschte, das Gift würde irgendwie verschwinden. Aber so viel Glück habe ich natürlich nicht. Überraschung! 28 Schaden. Gut. Ob das ein Roguelite ist? Ob man da dann, wenn ich jetzt irgendwas freischalte, Meta-Progression mache? Wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott. 2 Trilliarden Random Encounter. Das ist ja wie in jedem anderen JRPG. Nein, ich hätte... Ah. Ich hätte das Ding da hinten angreifen sollen. Ich war irgendwie davon überzeugt, dass der Ritter das Ding killen kann. Oh, bam. Konter. Abgeblockt. Abgeblockt. Ah, Konter. Wenigstens kann er so häufig kontern. Nein, nicht Verwirrung. Bitte tun Sie dies nicht. Wir sterben. Oh, der Affe tanzt. Ich halte das nicht aus, Alter. Ich glaube, wir werden wipen. Ich glaube, das ist unser Tod. Eventuell... Halt, 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 halt. Erholungsangriff auf das Ding da hinten. Kill den!
Yes, nice. Nächstes ein bisschen geheilt. Abgeblockt. Warum? Für den Affen nach. Der Affe lebt. Aber ich dachte, der wäre schon tot. Konter. Gut. Aber es wird nicht reichen. Nein! Guter Konter. Kauf einen Trank für den Ritter. Du greifst den Kobold an. 25 GP für 10 Gold. Hm. Okay, wir haben einen. Ah, geblockt. Mit meinem Gesicht. Ah, nochmal geblockt mit meinem Gesicht. Tötet ihn! Du dummer Affe! Nein! Oh, ich lebe! Konter! Ja, der Affe ist tot. Oh nein, der Affe ist tot. Whatever shall I do? Wenigstens habe ich den Kobold noch besiegen können. 100 XP Ritter erreicht, Level 3. What do you mean? Alter, das Spiel ist ja sau schwer. What? Und wie benutze ich diese Pixballs? Oh, 1986. Vorblättern. Bla. Aha. Dein allererstes Team. Suche die mächtige Verbündete, sammle mächtige Ausrüstung. Aha, aha, aha. Pixball, los, ja. Das ist jetzt vollständig ins Spiel integriert. Scanne einfach den Code eines Pixballs und schon verwandelt sich deine Kraft in einen Gegenstand, den deine Gruppe im Spiel einsetzen kann. Je mehr du sammelst, desto größer ist die Chance auf den Sieg gegen den Dämonenkönig und die Rettung der Prinzessin. Begib dich zum nächsten Pix-Center für eine Chance auf exklusive Pixbälle. Außerdem kannst du die neueste Spielversion ausprobieren. Weitere Infos bei dem Fachhändler. Okay, aber wie... Stärke erhöht den Schaden physischer Angriffe, Weisheit erhöht den Schaden magischer Angriffe und die Magieresistenz. Ausdauer senkt den erlittenen Schaden durch physische Angriffe. Geschicklichkeit erhöht die Präzision, kritische Treffer erhöht die kritische Trefferchance, Tempo bestimmt die Reihenfolge in der Gruppe, mit der da rankommen. Aber... Ich weiß immer noch nicht. Was ist das denn? Aha. Ist das von den... Von den Pixballs, oder was? Okay. Aber werden die verbraucht und verliere ich die dann? Wahrscheinlich, ne? Da ist eine Höhle! Oh mein Gott, da ist eine Spinne. Wenn man Level Up hat, wird man voll geheilt. Ist ja ultra gut. Okay, wir müssen jetzt mal Magieschaden, okay? Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen, ne? Versuchen zu überleben. Eieiei. Ne, wir müssen jetzt tatsächlich einfach mal versuchen zu kämpfen. Und dann, wenn wir sterben, ist es so. Und dann müssen wir halt nochmal probieren. Was ich jetzt aber ausprobieren will, ist gleich mal ein Item benutzen. Und dann bemerken, welches. Wir benutzen mal... Eine Wunderschuppe. So. Haben wir benutzt. Jetzt haben wir noch eine im Inventar. Mal gucken, ob ich die gleich, wenn ich das Spiel wieder restarte. Au. Immer noch habe. Richtig schön abgeblockt. Der Affe stirbt gleich wieder. Oh mein Gott. Ich schaff die nicht. Ich schaff die nicht. Kill die. Die Spinne ist zu stark. Der Affe ist tot. Oh, ich habe die Geisterspinne besiegt. Okay. Aber der Affe ist schon wieder verreckt. Gott, der Affe ist so nutzlos. Ich hasse Affen. Wir sind jetzt schon gefahren, dass der Höhle gewachsen sein. Willst du sie betreten? Bro, ich glaube nicht, dass wir das überleben. Wirf Gold auf alle Gegner. Je mehr Geld. Ja klar, mach das. Es sind sehr viele Gegner. Komm, bring die um. Los! Los! Okay, ich hätte gar kein Gold werfen sollen. Die sind einfach super schwach. Komm, jetzt wirf dein Gold. 50! Oh! Ach so, es kommt noch mehr! Ach so! Ach so! Ja, da muss man ja auch erstmal wissen, wieso habe ich denn jetzt unterschiedlich angegriffen? Ich bin ja ein Idiot, ne? Ah, ich werde sterben! Die werden mich umbringen, bis ich tot bin, Alter!
Aber die Pixball, die müssen ja wieder einsetzbar sein, wenn man den Run resettet. Also jetzt zum Beispiel gleich. Ja, jetzt bin ich tot. Bam. Oh, ich habe überlebt. Ich bin tot. Der Ritter und seine Begleiter wurden nie wieder gesehen. Sie starben 3 Meter neben der Taverne. Dim, dim. Fortfahren. Neues Spiel. Kann man das überspringen? Nein. Aber es geht relativ schnell. So, also wir hatten die Wiederbelebung. Hab einen verbraucht. Müsst jetzt aber wieder 2 haben. Du bist immer noch nicht stark genug, um dich zu bezwingen. Müssen zunächst Verbündete gewinnen, stattdessen so. Ja. Was haben wir hier? Wiederschein muss ich. Verursacht bei jedem Treffer Schaden bei allen Gegnern. Das ist ja broken, nehme ich. Ultra gut. So. Gegenstände. Yay, belebt alle gefallenen Gruppenmitglieder. Okay, das heißt, ich kann die also alle benutzen. Und muss mich nicht schämen, sie zu verwenden. Okay, wir gehen dieses Mal nach rechts. Weil ich will versuchen, jemanden zu finden, den ich rekrutieren kann. Weil der bleibt doch bestimmt dann in meiner Party. Starke Gegner nähern sich. Das ist nicht gut. Das sind Schleime, die sind okay. Ich meine, der Affe macht eh, was er will. Also komm. Ergreift den Schleim. Und zack, 12 Schaden. Oh mein Gott, es macht den kompletten Damage auf alle. Holy shit, das ist ja ultra stark. Heißt das auch, wenn er kontert? Weil das wäre ja broken. Ich habe da andere Fähigkeit am Anfang jetzt. Okay. Ach, das ist Single Target. Na dann lieber. Ne? Ja, schlagt. Schlagt zu. Schleim wurde besiegt. Achso, der andere hat. Boah, geblockt. Kontern? Nein. Okay. Komm, kontern, los. Ich will wissen, ob der Konter auch in AOE ist. Das wäre nämlich ultra gut. So, bring die bitte um. Ich brauche Geld. Irgendwie macht das Spaß. Ich weiß nicht, ich bin halt auch ein großer Fan von so Retro-RPGs. Da kommen ja noch mehr. Jubel. Mach mal. Auf den Ritter. Oh Gott, dieser Affe, Alter. Drachenzorn ist so gut. Das ist so ultra gut. Schleim wurde besiegt. Das ist auch so gut. Leider haben wir jetzt den Erholungsschlag nicht. Der war natürlich auch ziemlich nice, aber Drachenzorn ist so gut. Vor allem, wenn du große Gegnergruppen hast. Bitte, das war's doch, oder? Jawohl, das gibt bestimmt richtig fett XP. Yo, Ritter erreicht Stufe 2. Affe erreicht Stufe 2. Affe wird etwas klüger. Das Gebirge, hier wird der Weg noch gefährlicher sein. Und die Monster sind noch stärker. Portal wird aktiviert. Das Portal ist aktiviert worden. Okay. Wähle auf der Karte. Ach, da ist die Karte. Du kannst dich an Orte teleportieren, die du noch nicht besucht hast. Okay, aber wir haben eine Karte und das ist eigentlich ziemlich übersichtlich. Ich kann jetzt also in die Stadt porten, könnte mich heilen, aber wir haben ja gerade geheilt. Aber wir haben Level-Up gehabt, vielleicht können wir was kaufen. Also wir haben immer noch denselben Tag, ne? Also das heißt, eigentlich dürfte nichts Neues sein. Yo. Dann warten wir mal. Eigentlich müssen wir nicht warten, wir haben keine Zeit zum Warten. Hallo? Achso. Ja, stimmt. Stimmt. Nein! Falsche Taste! Ich komme mit dem Menuing nicht klar. Okay, aber wenn die Pixball nicht verbraucht werden, dann glaube ich nicht, dass wir das jetzt schon durchspielen können. Eine Höhle! So müsste die Farbe in dieser Höhle gewachsen sein. Let's go! Was seid ihr? Ein Kristallbeier. Das bin ich.
Kredithai mal den hintersten. Du schlägst den vordersten. Nice. Zack. 15 Schaden, 15 Schaden, 15 Schaden. Affe wird attackiert, Ritter wird attackiert. Affe wird weiterhin attackiert, ist mir egal. Ist verschuldet. 2 Gold erhalten, nice. Ist nix, ich habe viel zu viel Geld ausgegeben. Ich dachte, es gibt viel mehr, es gibt immer nix. Ich glaube, das ist nur gut, wenn man sich halt echt lange gegen den... Aber man kann ja nicht ewig lang gegen die tanken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sind dann alles kritische Treffer? Ha! Ich hab mein 13 Gold wieder zurückgehalten. Cool. Skele Boys, mach mal einen fetten Attack. Warte, das heißt, wenn ich Drachenzorn habe, will ich Crit haben, weil Critten ist ultra gut. Weil, wenn man crittet. Okay. Nee. Abgeblockt! Abgeblockt! Au! Oh, die Schmerzen. Weil wenn man crittet, dann macht das mit Drachenzorn immer den vollen Damage. Das ist voll gut. Komm, benutz mal ein Item hier jetzt. Wie wär's denn mit... Oh. Ach, das beendet nicht mal die Runde. Das ist ja crazy. Zack. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen... Oh, schon wieder ein Crit! Ich glaube, ich muss ein bisschen weniger sparsam mit den Items sein, sondern richtig reindrücken, dass wir hier ein bisschen Progress machen. Ich glaube, das ist der Play. Aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich irgendwas, was mir gerade sehr viel hilft. Aber ich kann auf jeden Fall die Potions benutzen. Nice, der ist tot. Das heißt, jetzt noch den einen. Vielleicht kriegen wir den ja sogar... Nee, der Runde tot, wollte ich sagen, aber nope. Zack, geschlagen. Zack, geschlagen. Hä, wieso lebt er noch? Hat er nicht genauso viel Schaden gekriegt wie der andere? Ah ne, ich habe dem einen ja vorhin 22 reingedrückt. Komm, schlag den. Verfehlt! Uff. Kill den! Yeah! Gehändlert, Alter. Dick! Crit-Amulett? Gerade habe ich noch drüber geredet. Plus 20! Okay, Dude. Vielleicht halt nochmal rein? Nee. Was sagt die Karte? Diese Karte sagt... Das sagt, da links oben geht's raus in eine Sackgasse. Das heißt, da könnte was Wichtiges sein. Allerdings ist da halt auch keine Markierung. Aber wir gehen mal nach rechts. Vielleicht ist da ja ein Teleporter. Was? Ach so. Ah. Ich muss erst an dem da vorbei. Na gut, machen wir mal. Das sind Dogger, okay. Die schlägt... Warte, was? Hä? Ich hab doch meinen Drachenzorn an. Hm, heil mal bitte. Und dann... Den bösen Wolf zinsen. Und du jubelst mal dem Ritter zu. Oh mein Gott, nice. Oh, die haben gar nicht so viel Leben. Oh, die haben gar nicht so viel Leben. Oh, die haben gar nicht so viel Leben. Aber die da vielleicht. 4 Gold, ey. So, dann schlag mal auf den hinteren Kristallbayer. Und du machst mal verteidigen. Und du machst mal Jubel. Und er hat wieder keine Ahnung, was ich gesagt habe. Okay, okay, Schaden verteilt sich gut. Okay, okay, schön weiter drauf schlage, verteidigen und du versuchst mal zu jubeln. Oh mein Gott, was für ein dummer Affe. Okay, die halten nicht so viel aus. Kristallbeißer ist pleite. Was für ein absoluter Geringverdiener. Tot ist er. Kredit wurde zurückgezahlt, wir haben unser Geld zurückbekommen und ein bisschen Profit gemacht, nicht viel. Und jetzt nochmal 32 Gold, yes! Rundschlag, noch ein Aoe. Hm. Affe wird etwas klüger. Hm. Na gut, jetzt kann ich auch in beide Richtungen gehen, ne? Noch eine Höhle. Jetzt ist die bestimmt auch auf der Karte, ne?
Ah, okay. Aber was ist hier rechts? Was ist denn, wenn ich da drüben noch einen Party-Member finde? Der mir jetzt das Spiel viel leichter macht. Ah, ich habe auf jeden Fall einen Vogel gefunden. Halt den Befehlsburg, aber die Stadt ist gefährlich und steuergefährlich. Die stürzt da rein, das ist gefährlich. Es geht immer so schnell weg, ich kann das nicht beeinflussen. Ha, ich habe gehört, dass der größte Jäger der ganzen Welt sich irgendwo hier in dieser Burg befindet. Da hast du richtig gehört, denn ich bin wahrlich der größte Jäger der ganzen Welt. Schließt euch uns an! Wir sind auf dem Weg zur Königsburg, um die Prinzessin zu retten. Und was hat das mit mir zu tun? Exzellent! Und sobald wir genug Erfahrung gesammelt haben, werden wir... Moment. Meint ihr, dass ihr uns nicht helfen wollt? Naja, mir will sich beim besten Willen nicht erschließen, was ich in dieser komischen Quest habe. Oder von dieser komischen Quest habe. Ich verstehe. Wirklich schade, vor allem wenn man bedenkt, was ich über die unglaubliche Schönheit der Prinzessin gehört habe. Halt, warte mal. Ich meinte doch lediglich, dass ich, nicht gewusst hatte, dass ihr erst mehr Erfahrung sammeln wollt. Genau, dann schließe ich mich euch natürlich an. Und diesem garstigen Dämonenkönig werden wir ein für alle Mal den Chaos machen. Ha, ja, den garstigen Dämonenkönig bezwingen. Und die Prinzessin retten. Und die Prinzessin retten. Der Jäger hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Ey! Okay, kann... Ah, und der Jäger kann jetzt auch equipped werden. Aha, und das Mädchen, mit dem kann ich nichts machen. Ein geheimnisvolles kleines Mädchen aus einem Dorf. Die Kleine scheint mehr über diese Welt zu wissen als die meisten klugen Gelehrten. Und gar keine Waffe mit ihm, das ist insane. Welches Level ist der? Der ist auch Level 3. Ach, der hat jetzt gleich ein XP wie wir. Okay, der hat sehr viel Speed, aber quasi kein... Naja, ein bisschen Stärke. Ungefähr so stark wie der Affe. Aber der Affe kann halt nichts tragen. Dieser Affe ist mit dem kleinen Mädchen befreundet und versteht die Sprache der Menschen. Er hört aber nicht immer zu. Ein reisender Händler, der kein eindeutiges Ziel hat. Er ist immer dort zu finden, wo es Geld gibt. Ach, ich kann jetzt immer... Ein gewöhnlicher Stab kann von Magiern getragen werden. Ja, halt Maul. Plus 20% Stärke. Plus 20% GP. Das ist alles recht nice. Aber brauche ich alles nicht. Wahrscheinlich würde die Prinzessin vom Dämonenkönig gefoltert, während wir palavern. Was verschwenden wir hier noch Zeit? Ich habe ihn nicht mit in die Party genommen. Naja. Das da muss sterben. Das da muss sterben. Das da muss sterben. Oh Gott, der Affe fliegt als allererstes aus meiner Party raus. Können wir mal drauf wetten. Jubel ist ganz nice. Aber der Affe hört nicht auf mich. Vielleicht ist der im Late Game richtig gut, weil er halt buffen kann. Aber wenn er dann halt auch auf uns hört. Aber so momentan, wie er jetzt gerade ist, ist er einfach ein absoluter trashy Shitter. Hier, warte mal. Jubel! Oh mein Gott. 27 Schaden, though. Crit! Crit! Und Crit! Das ist ein so gutes Item! Holy Cannelloni! Geld und XP, sehr nice. Ein Stein, was ist das hier? Die vor dir liegende Straße wurde von mächtiger Magie versiegelt. Es bedarf besonderer Mittel, um das Siegel zu brechen. Einen magischen Schlüssel benutzen, um den Weg frei zu machen? Klar, Alter! Das magische Siegel wurde gebrochen. Du kannst jetzt bald auf der Straße reisen. Okay. Okay. Das ist bestimmt einfach nur eine Höhle, oder? Gruppe. Wobei... Ach, sie kann ich nicht auswählen. Sie kann ich nicht auswählen. Na gut. Hier ist irgendwo... Da ist der Weg. Ist es ein neuer Tag? Haben wir neues Equipment? Weisheitsamulett. Stärke, Crit. Und die Ausweichrate. 5 Stärke. Das ist schon nicht bad. Kaufen wir mal. Und geben wir mal dem Jäger. Was hat der Jäger eigentlich für Fertigkeiten? Linke Fühe. Fallbombe. Ein Fall mit einer Bombe. Die Bombe explodiert in der nächsten Runde. Durchdringender Schuss. Durchbricht die Verteidigung des Gegners, erhöht den Schaden, den er in dieser Runde erleidet. Das ist nice. Diese Höhle hat eine Unheilfolge, auch eine Gefahr. Willst du sie wirklich betreten? Klar! Der eine Geier oder Pelikan hat eine Axt. Soll ich mir darüber Sorgen machen? Okay, einfach mal straight up heraus attackieren. Du schmeißt mal einen Kredit auf die Killerkrähe.
Und du machst mal einen durchdringenden Schiss auf die Killerkrähe. Zack. Verteidigung gesenkt, 12 Schaden nur. Affe tanzt. Warte, der kann das doch aus dem Off machen? Das ist ja awesome. 30 Schaden. Der Affe wurde attackiert. 30 Schaden. Ritter, nein. What are you doing? Oh Gott, das werde ich nicht überleben. Warum musste ich auch da rein? 6 Gold, though. Nice. Trankkauf? Ne, warte. Erst einen. Warte mal, kann ich die Gegner irgendwie. Betäubt alle Gegner. Das klingt gut. Nice. Und dann. Ich meine, komm, tu es. Dafür ist Gold da. Vielleicht schaffen wir dann wenigstens den Fight. Nicht genug AP. Ah, dammit. Okay, greift die Killerkrähe an. Die muss als erstes sterben. Schön, mehr Stärke. Die können keine Aktion machen. Die sind betäubt. Haben wir ja gerade gemacht. Boom. 19. Nicht viel. 24. Oh, die sind nicht so tanky, wie ich dachte. 52 Gold von den Zinsen. Sehr schön. 44 Schaden. Die Fledermausgeier leben noch? Ich war mir vor Schur sicher, die sterben. Okay, Heiltrank schmeißen. Ah, der Affe wird auch geheilt. Cool. Pfeilbombe ist auch Single-Target. Ist egal. Tempo von den Gegnern gesunken. Das ist schön. 14 Schaden. Okay, alles gut. Aber der lebt noch, oder? Kill den! Ah, verfehlt. Nochmal 35 Schaden in meine Fresse. Und nochmal 30 Schaden auch in meine Fresse. Yikes. Aber jetzt haben wir den Kampf wenigstens. Ah ne, warte mal. Das war ja bloß der erste Encounter. Haha, jetzt kommen da noch mehr. Es sind immer zwei Monstergruppen. Es sind Bäume. Verfehlt! Das ist tragisch. Das ist tragisch. Das kann man nicht anders sagen. Schmeiß mal dein Gold. Ach, ist das wieder nicht genug AP? Schmeiß mal noch einen Heiltrank. Wir wissen, was man nach der Höhle bekommt. Vielleicht ist es ja was Gutes. Geblockt! Oh Gott. 36 Schaden. Das ist okay. Kostet aber halt sau viel Gold. Wie viel regenerieren die denn? Was ist denn mit denen verkehrt? Ja, okay, das ist es nicht wert. Okay, dann Pfeilbombe mal auf den da. Wie viel die einfach regeneriert haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Schaden. Stop it. Ich lebe, alles gut. 9 Schaden, cool. Ich meine, ich habe noch einen Heiltrank. Schlagen, angreifen. Okay, schießen, aber jetzt müsste die Bombe explodieren gleich, ne? Crit. Oh mein Gott, die leben alle noch. Ah, goodbye, Händler. Oh, goodbye, Ritter. Oh, ach so, wenn der Ritter stirbt, ist vorbei. Okay. Das ist doof. Das ist doof. Okay, also de facto ist cool. Machen wir auf jeden Fall weiter. Aber nicht jetzt, weil wir können zwar hier Pixballs ziehen. Haben wir ja auch schon gemacht. Den Dämonenkönig haben wir ja auch schon. Warte, haben wir das schon gemacht? Haben wir das schon gemacht? Den Stein und den Typen mit dem Streitkolben haben wir doch noch gar nicht, ne? Habe ich hier nicht das letzte Mal gezogen? Oder ist da draußen auch eins? Hä, ich habe doch hier das letzte Mal gezogen. Das ist der Typ mit dem Streitkolben, den habe ich auf jeden Fall noch nicht. Den Stein habe ich. Ah, das ist der Kristallbayer. Hier, Zauberschlüssel, kann versiegelt auf der Karte öffnen. Jo. Ach, und die geben Heiltränke. Ah. Okay.
Wir haben 18 Münzen, Alter. Okay, die Schleime sind nützlich. Was machen die Raupen? Was machen die? Jetzt weiß ich wenigstens, wie das alles funktioniert. Ausdauerfrucht. Steigert vorübergehend die Ausdauer aller Gruppenmitglieder. Steigert vorübergehend die Schädlichkeit aller Gruppenmitglieder. Was macht er? Steigert die Weisheit aller Gruppenmitglieder. Bei dem wissen wir es nicht. Was macht der Dämonenkönig? Der muss ja was Gutes machen. Wo ist er denn da? Stellt bei allen Gruppen mit denen zwei Aktionspunkte wieder her. Betäubt alle Gegner, oh ja. Das hat gut funktioniert. Na okay, dann werden wir hier mal ein bisschen rollen, weil ich will auf jeden Fall den einen Dude haben. Den wir noch nicht haben. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Heiltränke, das wäre ganz nice. Natürlich nicht. Ich meine, wir müssen jetzt eh ein bisschen draufschmeißen. Das ist wieder eine Tier 1. Auch nice. Oh. Okay, komm. 50-50. Böser Magier. Hä, den hat man doch auch nicht. Ein rätselhafter Geselle. Wenn man ihn ansieht, bekommt man das Gefühl, in ein Nichts gesaugt zu werden. Das Miasma hat eine andere Stadt verschluckt. Zum Glück ist Futura sicher. Das Miasma hat eine andere Stadt verschluckt. Zum Glück ist Futura sicher. Guck mal, der ist da gar nicht mit drauf. Der ist da einfach nicht mit drauf. Ich dachte, man kann nur die kriegen, die da abgebildet sind. Dunkler Ritter, der stille Wächter von Dämonenkönigstadt. Dämonenkönigstadt. Kann die Sprache der Monster nicht verstehen. Die Arbeit in der Werkstatt ist eine monotone Schufterei. Das Austüfteln dieser Monster ist meine einzige Freude. Ja, die Crunch-Hours, Alter. Warte, aber böser Magier? Der sah aber anders aus. Die gibt's mit alternativem Look? Das ist ja cool. Das ist cool. Wir haben einen Foil gezogen, Alter. Eine Shiny gezogen. So, was macht der? Stärkefrucht. Okay, cool. Oh, ja. Also, mein Gedanke ist halt, wir haben ja alle Pixball Center oder Pix Center. Ich hoffe, wir haben alle genutzt, die wir gefunden haben. Nichtsdestotrotz fehlen uns trotzdem noch 6 Pixballs. Ich weiß jetzt halt nur nicht, wo man die kriegt. Ich würde ja tippen, erst später. Deswegen würde ich das jetzt tatsächlich eher so als... Also jetzt erstmal so stehen lassen. Und dann das halt irgendwann anders weitermachen, wenn wir noch mehr Pixballs haben. Weil die sind halt schon echt gut. Pixballs sind echt gut. Ich meine, das sind einfach Heiltränke dabei, die ganze Gruppe heilen. Und verschiedene Buffs machen. Und Gegner betäuben ist ultra gut. Und ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen. Das war nochmal eine schöne, nice Filler-Folge. Schön entspannt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann hier tatsächlich mal plottechnisch weitergeht. Ciao!